Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Sky. Ich habe mir vorgenommen, heute meinen Angel Ring fertig zu kriegen, mal. Dazu ist allerdings interessant gewesen. Auf den Früchten tut mir Schaden. Wir werden mal schauen, nehmen wir die gleich mit? Nehmen die nehmen wir nicht mit. Wir brauchen jetzt einen Eimer. Obwohl brauchen wir nicht, wir haben ja noch Switchburger einmal hier. Für den Fall, dass wir endlich mal so weit haben, dass wir hier Spezialfische besitzen. Ja. Sie wären da. Ich kann den da nicht einfangen, ich muss 8 Level haben. Wie kriegen wir jetzt auf der Schnelle 8 Level zusammen? Damit ich einen neuen Goldring bauen kann. Wir könnten Kohle verbrennen. Das Deck wird doch nicht reichen. Ich möchte unbedingt noch in diesem Jahr. Deshalb, die haben wir da auch noch drin. Da haben wir noch was drin. Ich hoffe, das reicht. Also, mal gucken, ob wir noch viel Level kriegen. Ja, ein paar kriegen wir dafür. So, dann machen wir hier. Hier. Und hier auch noch. Zum halb aufteilen, so überall noch ein paar Level kriegen. Haben wir noch mehr drin? Das muss ich sinnlos Kohle verprassen, um Level zu kriegen, weil ich halt ausgeleuchtet habe. Das heißt, wir werden demnächst mal die Monster vom so umbauen, damit wir da Level kriegen. Deswegen dauert es, wenn wir die Tür haben. Einen haben wir schon. Wir brauchen jetzt 8 Level. 8 oder 6 für diesen Goldring. Und dann brauchen wir leider Gottes noch mehr Level. Um zunächst mal eine Zierfarm bauen. Vier haben wir schon. Boah, backt jetzt? Die Grafikkarte backt. Nicht so schlimm. Level Farming. Ich glaube, die 8 kriege ich so nicht zusammen machen. Wird schwer, wird schwer. Müssen wir nochmal Kohle holen. Die kriegen wir ja nicht zusammen, oder? Mit drin. Da kriegen wir nichts.
ich mal fragen, so wie man am besten den schnellsten Level kriegt. Ne? Die Kohle reinschmeißen. Müssen wir auch ein bisschen was zusammenkriegen. Weil wir hätten ja die Chance, eine Chance gebraucht zu machen, aber die Chance da Level rauszukriegen ist, glaube ich, sehr gering. Tiere haben wir auch nicht mehr. Also außer die da, die uns unser Land machen. Wie viel Sand haben wir denn noch? Wie wird die Ende Zeit? Tiere voll am Durchrutschen. Brauchen wir alle noch. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt Level kriegen, ne? Ja, es wird sich demnächst auch sehr viel in diesem Projekt ändern. Es wird doch hoffentlich auch sehr actionreicher als jetzt. Nichts mehr. So gut oder nicht gut, besser gesagt. Es kriegt das nicht zusammen, durch zu wenig. Glorien. Könnten wir jetzt noch anhauen und durchsmashen. Und dann können wir mal gucken. Wir haben bestimmt immer Eisen und so weiter durchbraten können. Dafür gibt es ja definitiv XPs. Könnten uns auch mal einen besseren Ofen machen. Brauchen wir nicht. Also eigentlich brauchen wir nicht den Glorien. Okay, privat hier. Dann nehmen wir ein bisschen Kohle mit und schmelzen das Glorien damit unser Ding da in sich wieder den Strom kriegt. Oder es hat noch genug Strom. Noch, naja, noch auf jeden Fall. Die Frage ist noch, wie lange. Kohle drin, die Kohle raus, hier Lorium drin. Mit viel Glück bringen wir uns jetzt hier noch. Wir müssen noch unbedingt wieder die Siebe aufbauen. Oder wir bauen einen Miner. Das wäre natürlich besser, glaube ich. Dass wir uns einen Miner bauen werden. Wir werden unsere Monsterfarbe, die wir kriegen, dann umändern. Die wird einen zweiten Stock bekommen. Das dauert alles ein bisschen. Ich überlege gerade, was wir in der Zeit machen können. Eigentlich brauchen wir einen anderen Ofen. Also einer, der schneller ist. Die Frage ist nur, welcher wartet jetzt.
den können wir uns gerade noch nicht leisten. Und so, wir gucken mal hin. Das wird hin. Dauert also noch ein bisschen. Und ich brauche bestimmt noch einen Haufen. Ja. Weil ich da hinten noch gebaut habe, zeige ich euch zum Ende in der Folge. Also bleibt dran. Like das Ding. Teilt mich. Aber die wachsen wie Schmidts Katze, aber die brauchen wir auch, ne? Aber die sind nur Tier 1. Auch das da, wo dieses Ding aberntet, nichts mehr angepflanzt. Das Ding erntet auch nicht mehr, wie ich gerade sehe. Aber die Sensen brauchen wir definitiv alle, um zu quarken. So. Nehmen wir mal Betty, was hier oben steht. Und packen uns zum Schlafen. Was ist das denn? Wo kommen die Essenz her? Ein Prozent Dropchance. Okay. Vielleicht sind sie jetzt wieder am Glück, ja? Schmidts Katze, eigentlich instant mit diesen Wachstumskristallen. Gut, bringen wir schon mal die Instanzen weg. Ach ja, ich kann ja nicht mehr runterspringen, ich habe ja keine Feder mehr am Fuß. Obwohl, bringen wir nicht weg, wir holen erstmal die XPs ab aus dem Ofen. Hexe. Das ist ein Scherz. So. Haben wir hier noch nichts, was wir gerade brauchen, ne? Doch, was wir brauchen, ist Eisen. Wenn wir mal noch ein bisschen Eisen schmelzen. Ein Stück könnte uns den Durchbruch bringen. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich so ist. Ich hoffe, der Ton ist jetzt besser, weil mein Headset ist kaputt. Und ich dachte, ich lasse euch nicht ohne Folgen. Und habe mir gedacht, ja, die müssen wir unbedingt machen, dass wir vom Ende des Jahres noch mal eine fette Folge raushauen. Am besten in der Bubble endlich schaffen, diesen Engine fertig zu kriegen, dass wir fliegen können. Was habe ich denn? Ich brauche überall dieses Zeug. Ich krieg aber Essenzen raus. Was? Ich habe keine XP bekommen. Frechheit. Wozu brauchen wir das Eisen? Wir werden, wie gesagt, diesen Vault Ore Miner bauen. Und wir brauchen dazu allerdings Sachen, die es so nicht gibt. Das heißt, wir müssen erstmal alternativ danach gucken, was wir, wie wir die Dinger bauen können.
Was ist denn Wort in meiner Gruppe? Nee. So heißt das nicht. Wo haben wir denn den Fuß von hier gehabt, der uns sagt, was wir brauchen? Haben wir den nicht mehr? Ich bin zu doof, das Ding zu finden. Ganz einfach. Und ich hab das Ding nicht mehr. Ich hab einfach dieses Buch nicht mehr. Oder ich hab's irgendwo versteckt und weiß nicht wo. Mann. Gut, gucken wir mal, ob wir noch XP aus dem Ofen zusammenkriegen. Damit wir diesen Engine bauen können. Ich will ihn haben. Ich will dieses Jahr noch fliegen können. Folge seht, ist das Jahr wahrscheinlich schon vorbei. Gut möglich. Ich hätte echt nicht gut das Ding gelassen habe. Da ist es doch lange gesucht und doch gefunden. Wir haben die Möglichkeit, entweder den World Ore Miner zu bauen, der holt aus dem Nichts Ores. Oder wir haben die Möglichkeit, ganze Blöcke aus der Welt zu holen, wo nichts ist. Was machen wir? Ich weiß gar nicht. Eigentlich brauchen wir diesen World Ore Miner in Klasse 1. Das heißt, wir brauchen Strukturblöcke, Tier 1 oder ähnliches. Das heißt, die werden wir bei 7. Hurra, wir kriegen die 8 noch voll. So, dann gehen wir mal gucken. Strukturblöcke. Heißt das Ding Strukturblöcke? Ja. Ne, das Ding müssen wir zumachen und jetzt hier ran. So. Genau, die Basaltstrukturblöcke brauchen wir eigentlich. Basalt haben wir aber nicht. Das heißt, wir müssen uns anders behelfen. Und zwar lassen die sich eigentlich auch aus Stone craften. Hard Stone. Gold und wir brauchen Goldstone. Und wir brauchen natürlich Stone. Da hätten wir noch was verbrennen können. Ich hoffe, meine Kinder sind nicht so laut im Hintergrund. Und wir könnten dann Gold noch machen. Eigentlich hätten wir noch Stone mitnehmen können, ne? Und die müssen wir auch noch machen, damit wir hier endlich mal vernünftig was auf der Reihe kriegen. So, das nehmen wir mit, dann wollen wir das eben. Gleich haben wir die schon. So, das muss durchschmelzen, ein bisschen schneller. Wir hatten noch einen zweiten.
wieder nicht, dass du da rum bist. So, lass mal ein bisschen Gold durchsmashen. Langsam wird's. Könnten natürlich auch. Alles ein bisschen schneller. Komm schon. Ja, hier kann man noch ein bisschen Cobblestone durchbrennen. Aber wir brauchen definitiv eine Menge Stone. Ne? Ich muss ja auch noch ein paar XPs bringen. Kriegen wir hin jetzt. Wie gesagt, 8 brauchen wir. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen nachher, um den Angel Ring zu bauen. Habe ich schon auch wieder 8. Gut, dazu lassen wir ein bisschen was durchschmelzen und dann sind wir auch schon. Ja. Ich brauche Bomben. So. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie das war. Ich habe vor so viel Zeit mit denen gebaut. Ach, das Team will ich. Ich habe das lassen. Ich habe natürlich wieder 0 XP. Ich war jetzt nochmal bei. Ich suche gerade nachts, das heißt wir verdienen uns mal nach dem Schlafenden. So, unten ist ein Raum, den ich schon vor einiger Zeit gebaut habe. Inzwischen kann ich das Wasser zumindest auch mitnehmen. Ein Raum, den ich vor einiger Zeit gebaut habe mit Stacheln und so. Und dort werden wir das Ding spawnen wieder. Es wird sich zum Ghast entwickeln und ich hoffe, dass die nötigen Stacheln dann überlege erst Witchwater, dann ist der? Nein. Der ist nicht raus, oder? Ist gar nicht mehr da. Der ist nicht instant gestorben. Ach nö. Trick hat nicht funktioniert. Das instant. Oder müssen wir hier Licht drauf machen? So, hinten gehen lassen. Der bleibt auch da dran. Wir müssen das nochmal probieren. So. Da ist einer und da ist einer, der dafür sorgen kann, dass wir den nochmal trotzdem töten können. Aber der ist dann nicht wirklich instant draufgegangen. Das Problem ist, ich muss das Ding auf dem halben Herz runterklopfen. Das sollten diese Stacheln eigentlich machen. So, neuer Split, neuer Versuch. Ja, du hast ja Ananas drin, ne? Ne. Gut. So. Fangen wir nochmal so ein Ding ein. Versuche haben wir ja noch, das Ding hinten zu kriegen. So.
Der soll hier drin, der muss hier drin spawnen. Wo ist, warum stirbt der denn instant? Oh. Nehmen wir den da auch noch weg. Ich glaube, wenn das nicht so funktioniert wie mit dem Vorteil. Obwohl, eigentlich könnten wir das jetzt auch hier drin lassen. Wir gehen jetzt nochmal so ein. Reichhaltig. Ich hoffe, die bleibt so. Zeit fast eine halbe Stunde. Ihr braucht nur, um einen Angel Ring zu bauen. Nein, 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 nein. Es ist vorbei. Ich habe keine Lust mehr, echt. Das gibt's doch wohl nicht mehr. Leute, ich habe darauf keine Lust mehr. Schatz, hol mal bitte das Telefon. Dankeschön. So, wie kriegen wir das jetzt hin, damit wir fliegen können? Ihr kriegt das. Ich habe jetzt die ganze Zeit gebraucht, um diesen Engine zu bauen. Und nee, nichts läuft hier. So. Fliegen könnte man mit einer Rüstung. Notfallstrukturblöcke haben wir auch noch nicht gebaut. Kommen wir nicht. So. Goldrüstung. Gut. Wo ist Gold? Bin ich jetzt mit dem ganzen Gold runtergefallen? Schon mal Stone. Aber ein geiler Bau. Hat sich voll gelohnt gerade. Die Kacke liegt jetzt unten. Nervt mich gerade tief. Ich hole mir noch. Der unten ist. Wir brauchen dann eigentlich 20 Wandel, ne? Und dann Stone rein. So, das halt mal um. Stein und Redstone. Stein und Cobblestone. So, geflecktet. So, ich werde übrigens auch viel dafür sorgen, damit wir hier langsam mal weiter. Also, weiterbauen. In dem Fall. Weil wir sind jetzt inzwischen bei 30 Minuten. Das machen wir jetzt allerdings noch fertig. Also. Machen jetzt noch Harnetstone. Und dementsprechend machen wir auch noch. Den Zimmern fertig. Wir schaffen es auf jeden Fall ein bisschen weiterzukommen. Ne?
down. Okay, da hast du ihn. Und wir werden noch ein paar brennen müssen. So, Bruchstein, da waren noch Bruchstein. So, das noch. Das hoch. Zwei, das ist hier mit dir in der Mitte. Bei 12 davon. So, hätten wir unser Level auch voll gekriegt, ne? Die Frage ist gerade, wo kriege ich dieses Zeug hin, damit ich weiß, wie ich weiterkomme. Was ist das eigentlich? Wo ich auch, ich weiß bloß noch nicht, um hier einzuladen, jetzt zu verweilen. Kleeglas brauchen wir auch noch. Entschuldigung. So, wir sind ein bisschen schon über der Zeit. Ich hoffe, das ist ja die letzte Folge fürs Jahr 2017. Ich weiß zwar nicht, wann ihr das sehen werdet, aber zumindest die 20 müssen wir noch voll kriegen. So Leute, ich glaube, das dauert alles noch ein bisschen lange. Wir gehen mal hier hin, wird gerade nachts. Oh, hier hat gerade keinen Strom. Weiß nicht warum, aber gut. Warte mal, dass es noch ein bisschen dunkler wird. Und die Monster spawnen. Gut, ja. Nein, ist nur ein bisschen Zeit ausgeschändet, ne? Alles klar. So Leute, es ist dunkel genug jetzt für die Überraschung, die ich für euch habe. Jeder von euch kann sich denken, was passieren wird, aber gut. Ich wünsche euch ein wundervolles neues Jahr, einen guten Rutsch und los geht bei mir die Party. Ich hoffe, sie funktioniert. Nicht. Und damit verabschiede ich das Jahr 2017 in diesem Projekt oder mit diesem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Wahrscheinlich am 1.1. Ne? Mit einer neuen Folge Hot Sky auf meinem Kanal. Liked es, feiert schön, habt viel Spaß und rutscht gut rein. So wie ich haben werde. Also Leute. Stelle gehen, wo es noch schön aussieht alles. Ein paar sind noch hoffentlich drinne. Wie gesagt, damit verabschieden wir auch in Hot Sky das Jahr 2017.